Hallöchen Jungs und Mädels, willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu den Schatten in den Schatten von Hongkong. Ich bin Jin, gelernter Museumsräuber und Grabplünderer und genau das machen wir jetzt auch. Und wir bewegen uns nach unten und schauen mal, was uns hier erwartet. Eine Bauzeichnung, ein ja nicht betreten, betreten verboten, ein Hinweis, Plakat, Sticker, Plakette. Oha. Hier sieht es natürlich schon ein bisschen gruseliger aus als oben im Museum. Da können wir scheinbar einen Geist beschwören. Jo. Sieht aus wie so eine Art Gargoyle. Eine mumifizierte Leiche und ein Gargoyle tatsächlich. Na, so ein geiler Scheiß. Versuchen wir mal hier irgendwie einen Hinterhalt zu legen. Mal sehen, wie dicht wir da ran können, ohne bemerkt zu werden. Wir müssen irgendwie Gaichu relativ dicht dran bekommen, denke ich. Ja, könnt ihr das sehen? Natürlich sehen wir das. Diese Kiste hier scheint gar keine Deckung zu bieten, ne? Da wird jedenfalls nichts angezeigt. Was natürlich ein bisschen merkwürdig ist. So, Gobbelt, kannst du hier? Ja, kann sie. Da. Er wird sich hier so in. Ach Quatsch, da setzen wir einfach hier hin. Und dann soll er hier die Drohnenkontrolle übernehmen. Und dann kann Koscha ihn nämlich sich hier drüben breit machen. Zusammen mit Gaichu. So, Gaichu, komm mal hier ran. So, wir beenden die Runde. Die haben nichts gemerkt, sehr schön. Lass Gaichu hier einen Geist beschwören. Der hat 4 Punkte, sehr gut. Was hat denn der? Versteinern hat er. Und Steinhaut. Gehen wir erstmal dicht daran, ne? Mach hier mit der Rockfist. Gleich mal ein bisschen Ärger. Oha, das ist noch was. Minus 1 AP. Okay, dann versuchen wir mal Petrify. Daneben. Na herrlich. So, Koschei. Können wir auf irgendjemanden schießen? Ja, können wir. Wir versuchen erstmal den Gargoyle hier alle zu machen, ne? Okay, das war nicht so verkehrt. Oh, das war auch okay. Gobbelt, hast du hier noch irgendwas? Du kannst Gaichu, kannst du ihn? Kannst du nicht, okay. Ja, dann schieß doch mal. Ja, okay. Das war nicht so cool. Koschei. Hast du eigentlich irgendwie Target Lag? Das ist ganz geil, da können wir so ein bisschen stunnen hier. So, und jetzt könnt ihr hier auch Gaichu direkt nach vorne springen. Der komische Gargoyle hat aber noch eine Menge Punkte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob wir das unbedingt schon machen wollen. Was haben wir denn hier an Krallen? Punch. Mit Bleeding und so. Ja, da können wir dem Gargoyle ein bisschen die Haut vom Leib reißen.
Ja, wir versuchen das mal. 17 Damage. Und es verliert auch noch pro Runde. 2 Punkte, also das Ding könnte jetzt tatsächlich sterben. Dann können wir uns hier nämlich hier sogar noch ein Feld wieder zurückziehen. Und den Geist das alles tanken lassen. Und Rector kann hier ein bisschen weiter nach vorne kommen. Ah, der Geist ist immun gegen die Nebeneffekte. Aua. Wahrscheinlich infizieren die irgendwas oder so. Was passiert denn hier? Wo ist denn unser Geist hingewandert? Verstehe ich gerade überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Und selber damit? Ja. Das können wir direkt nochmal benutzen hier, warum auch immer. Unser Cooldown scheint sich da aufgelöst zu haben. Ja, und dann erledigen wir das Vieh hier einfach. Ja, daneben. Sehr schön. So, Sparks, dann feuer doch mal ein bisschen hier vielleicht. 10 Damage, okay, nice. Mach das nochmal. Ich habe gesagt, mach das nochmal, ich mach hier Quatsch. Koschei, wie sieht's denn aus? Target Head. Ja klar, warum nicht? Bams, da liegt da. Wir sehen sonst niemanden, da können wir auch genauso hier nochmal drauf feuern. Und das hat so eine Ekel-Stinkewolke ausgelöst. Hat die unseren Geist hinfortgerafft, diese Ekel-Stinkewolke? Das sieht so aus, ne? Können wir uns einen neuen beschwören? Ne, wir können uns keinen neuen beschwören. Wir können das Rattentoten anrufen. Ach so, ja, okay, klar. Logisch. So, dann geben wir Geist schon mal eine Zielverbesserung. Dann kann Gaichu einfach hier so ein bisschen rumchillen und alles abfangen, was hier reinkommt. Ja, ich würde die voll gerne reparieren, aber ich glaube, wir können da nicht hingucken gerade irgendwie oder was auch immer. Servo-Tuning können wir auch machen. Okay, dann müssen wir wohl irgendwie vielleicht hier so ein bisschen dichter rankommen, dass wir eine Sichtlinie bekommen. Ah, oh, von hinten! Oh mein Gott, sei vorsichtig! Und da ist auch noch so ein blödes Gargoyle-Vieh. Overwatch hat funktioniert. Okay, Gobbit muss da dringend weg. Und mit dringend meine ich super dringend. Ultraschnell. So, erstmal muss Gaichu hier irgendwie klarkommen. Ja, sehr schön. Nochmal mit dem Schwertchen drauf. Ups. Genau so. So, Sparks suchte mal eine bessere Deckung vielleicht. Dann laden wir erstmal nach. So, Gobbit musste auf jeden Fall weg. Und am besten auch in Deckung. Rack, da steht ja auch gerade richtig scheiße. Dann lassen wir mal hier hinten rumlaufen. Jetzt hockt der neben der Kiste, ne? Eigentlich sollte der hinter der Kiste mehr. Egal. Wird schon. So, was haben wir denn hier? Ach so, das ist wieder so eine komische Leiche. Und hier haben wir einen Gargoyle. 70, 79, 96. Dann fangen wir doch damit an, oder?
Oder minus 1 AP. Das ist, glaube ich, günstiger. Au! Ach, und die beamt sich dann weg zusammen mit der Drohne. Die isoliert die quasi. Hier in so einer Art Nebendimension, keine Ahnung. Oh, wie viele seid ihr denn? Ich bräuchte jetzt Granaten. Dringend. Ja, Koscher, er hat ja auch Granaten. Koscher ist gerade nicht hier. Was macht das? Damage 9, das macht Damage 11. Ja, dann bitte. Nochmal bitte. Rector, das wäre unglaublich geil, wenn du jetzt irgendwie schießen könntest. Vielleicht auf dieses Gargoyle hier. Ja, perfekt. Au. Das war natürlich nicht so cool jetzt. So, da bekommt Gaichu hier ein bisschen Haste. Ja, damit er sich hier zurückziehen kann irgendwie. Ja, zumindest ein bisschen aus diesem Ekelnebel raus. So, die Drohne hat es jetzt hier mit dieser Leiche zu tun. Okay, sehr schön, das hätte funktioniert. Ah, seht ihr, die nehmen Damage, wenn die da durchgehen. Was natürlich super geil für uns ist. So, Gaichu darf hier erstmal ein paar Leute ausweiden, würde ich sagen. Ich glaube, Gaichu macht es, ne? Super geil, der Typ. Gaichu, Alter, wie er hier loslegt einfach. Hammermäßig. Ich dachte schon irgendwie, der Kampf wird jetzt knapp, wenn die da noch von der anderen Seite kommen und alles. Aber Gaichu legt los. Herrlich. So, hier haben wir also ein Buch. Vermute ich, dass wir aufheben sollen. Das können wir ja schon mal mitnehmen. Ja, ein altes Buch haben wir jetzt hier bei den Mission Items. Dieser schlanke Band scheint in einer Art archaischen Hanzi geschrieben zu sein, also diese chinesischen Schriftzeichen. Nicht mehr als ein paar Buchstaben auf jeder Seite oder Zeichen auf jeder Seite. Es ist schön verziert und viele der Symbole sind erkennbarerweise taoistisch, aber ursprünglicher und ja, gezackter, also mit, ja, gezackt, ne? Es sieht fast aus wie eine Person, wie eine Version des I Ching, aber die Ränder sind mit dämonischen Symbolen versehen. Wenn das die Form einer, ach nein, wenn das von einem aus dem letzten Zeitalter der Magie ist, dann kommt es von einer Zeit lange bevor das I Ching eigentlich geschrieben worden ist. Okay, ein Dämonenbeschwörerbuch, da freue ich mich natürlich. Mal sehen, worauf wir hier noch stoßen. Das ist ja nur eine Seite hier, die Ausgrabungsstätte, die hat ja noch eine komplette zweite Seite. Ja, hier scheinen die Leichen erwacht zu sein. Ein Shipping Terminal. Aha, hier gibt es also so eine Laderampe. Und da gibt es auch so ein, ja, Verlade-Lieferterminal irgendwas. Ja, es sieht so aus, als wenn dieses Terminal einen unbewachten Checkpoint hätte. Ja, dann stöpseln wir uns doch mal ein. Nehmen unsere Erosion mit, unseren Killer, klar, unser Medic und unsere Suppression. Aha, da haben wir also schon Watcher-Eis. Ach, da auf der anderen Seite ist noch eins. Müssen wir mal kurz gucken. Okay,
bis hier drüben sind wir auf jeden Fall sicher, denke ich. Ja, genau, hier können wir uns hinstellen. So, und jetzt müssen wir uns hier ein bisschen beeilen. Ups, so. Und dann ist der nächste sichere Punkt hinten raus komplett, ne? So, hier gehen wir erstmal in Sicherheit. Das war ganz schön, ja, knappes Ding gerade. Ich speichere mal. So, ich glaube, hier drüben müssten wir ohne Probleme uns hinstellen können. Genau, das Ding kommt nicht so weit. Wo sollen wir denn überhaupt hin? Ach so, hier ist der Ausgang. Okay, hier müssten wir sicher sein auf diesem Feld. Ne, sind wir nicht. Also wir müssen im Prinzip hier rüber rennen, wenn diese Drohne hier auf die hintere Schiene geht, ne? Dann müssen wir da. So, wir rennen mal los. Ja, aber jetzt ist gerade günstig, hat geklappt. Ja, klappt nicht, kommen wir nicht durch. So, wir rennen mal hier hin, da müssten wir eigentlich sicher sein. Genau. So, und wie kommen wir denn bitte an dem Ding hier vorbei? Achso, wir können uns dann hier reinflüchten, ne? Ich check das gerade nochmal. Genau, hier können wir uns jetzt reinstellen. Ja, aber das kommt ja schon wieder nach vorne. Nee, das wird so nichts. Ja, geh doch da weg. So, ach so, da haben wir schon, okay. Daneben, herrlich. Auch daneben, herrlich. Plus 20 Trays. Um 50 senkt es das. Okay, da können wir noch eine Runde warten. So, und jetzt können wir hier aber durchrennen auf jeden Fall. Da könnten wir, aber wir brauchen unsere Punkte, um das System hier ein bisschen abzukühlen. Okay, und jetzt rennen wir einfach durch, ne? Da hat uns das eine Eis hier halt gesehen. Und jetzt schlüpfen wir hier einfach durch und dann müsste alles cool sein. Jo. Ja, gerade so irgendwie. Aber wir dürfen uns jetzt nicht nochmal erwischen lassen, glaube ich. Sonst sind wir am Popo. Also mal sehen, wir rennen dem Typen hier hinterher. Das könnte ganz schön knapp werden. Achso, und dann müssen wir hier vor dem wegrennen. Hier nach rechts hoch. Oder wir rennen hier hin. Das geht das? Ich laufe mal ein bisschen dichter ran. Wenn der jetzt durch ist, können wir hier rüber rennen, denke ich. So, genau, und dann sind wir hier. Ach, da drüben gibt es noch so ein Ding, das wir auch knacken können. Okay.
Okay, also hier hinten kommen wir jetzt auf jeden Fall erstmal durch. Wir dürfen uns jetzt hier keine Fehltritte mehr erlauben, ne? Blocker-Eis haben wir. Rating 7. Okay, nice. Ach du Scheiße, jetzt geht das hier wieder los. Wir schauen mal. 9, 2, 5, 1. 9, 2, 5, 1. 2, 4, 8, 1. 2, 4, 8, 1. 1, 2, 1, 7, 6. 1, 2, 1, 7, 6. 2, 8, 9, 4, 5. 2, 8, 9, 4, 5. 9, 1, 9, 2, 4, 7. Ja, okay. Nächster Schritt. Vorne haben wir so ein Ding, in der Mitte haben wir so ein Bobbel. Das hier. Das war einfach. So, da haben wir es geknackt. Jetzt schnappen wir uns hier den Data Store Shipping. Das Shipping Manifest, also eine Ladeliste haben wir bekommen und ein Karma. So, und jetzt müssen wir noch zusehen, wie wir hier runterkommen. Sind wir hier sicher auf der Ecke? Das ist die erste Frage, die wir uns stellen sollten. Nein, sind wir nicht. Hier müssten wir sicher sein. Okay, jetzt rennen wir hinterher. Das könnte sehr, sehr knapp werden. Okay, wir müssen warten, bis sie hier in einer günstigen Phase sind, ne? Wenn die gleichzeitig hier diesen Bereich verlassen, das müsste jetzt gleich der Fall sein. Aber wir warten mal noch eine Umdrehung ab, ob das noch günstiger wird. Ja, das könnte hinhauen. So, und jetzt laufen wir hier los. Tap, 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 tap. Ups. Ja, das hat auch wunderbar funktioniert. Und die entschlüsselten Sprüche haben wir hier in diesem Datenspeicher. Auch eine 7.9, 4, 5, 7, 9, 4, 5, 7, 7, 8, 8, 1, 7, 8, 8, 1, 2, 5, 5, 9, 4, 7, 8, 2, 2, 5, 4, 8, 2, 2, 5, 4, 8, 2, 2, 5, 4, 8, 2, 2, 5, 4, 8, was? 2, 2, 5, 4, 4, 6, 3, 8, 9, 4, 6, 3, 8, 9, 9, 3, 7, 2, 9, 9, 9, 3, 7, 2, 9, 9. So, wir machen das Ganze jetzt einfach los. Wir haben hinten ein W, okay, das sind eine Menge. Wir haben in der Mitte so ein Dingsbums, das könnte das hier zum Beispiel sein. Oder das da oben. Ja, ich denke das hier. Ups, nicht. Dann machen wir es nochmal. Haben wir jetzt einen Alarm ausgelöst. Wir haben vorne so ein Ding. Ja, komm schon. Und wir haben hinten ein W. Und wir haben außerdem in der Mitte rechts nochmal so ein Teil. Ja, das hier. Okay, der Fehlversuch hat unser Trace nicht hochgehauen. So, wildes Ziel 2. Ein magischer Spruch, schade, kann keiner von uns benutzen. Obwohl Gobbit ja auch so einen Zielspruch hat, ne? Erhöht die, die Zielchance des Ziels um 10-15%, stackt sich nicht und beeinflusst auch keine AOE-Abilities, also keine Schadensteile, die eine Streuung haben, ne? Also Granaten zum Beispiel, Feuerbälle und sowas. Und ja, der nächste Verbündete, das kann man also nicht zielen, wird davon betroffen sein, dauert 3 Runden. Manage. Kann man das Gobbit geben, das Ding?
Wir können es auch nicht in Stash schmeißen. Achso, wir müssen es so ziehen. Spellcasting 5. Ja, können wir auch nicht. Ja, schmeißen wir es halt in Stash. Jo, ist okay. So, dann können wir jetzt hier eigentlich wild rausrennen, aber ich möchte keinen Alarm auslösen. So, wie machen wir das denn am besten? Rennen wir wieder nach hier drüben? Nee, weg, 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 weg. Okay, hier können wir uns hinsetzen. So, jetzt können wir nach hier drüben rennen. Nee, können wir nicht. Ah. Ja, wir müssen nach hier unten, ne? Am besten, ja, jetzt wäre gerade günstig gewesen so. Oh fuck. Voll aufgeflogen. Ja, dann machen wir uns mal ganz hurtig hier weg. Bevor hier ein Alarm ausgelöst wird. Ach was, der hat uns noch gesehen? Ja, nee, mit euch habe ich nichts zu tun, Leute. Wo ist mein Jack-In-Point? Ach, hier hinten, ne? Ja, das könnte jetzt ein bisschen hässlich werden, auf jeden Fall. Au! Alter, die treffen aber gut. Was ist da los? So, dann heilen wir uns hier erstmal. Nicht, dass wir hier noch abnippeln. Dann verstecken wir uns mal hier hinter dieser Wand. Mal sehen, ob das was bringt. Schon doll zu, das Ding. So, ja, und dann stöpseln wir uns einfach aus. Hui, nix wie weg hier. Das war eine knappe Kiste, Leute. Hat aber die Alarmschwelle hier nicht angehoben. Ja, und ich würde sagen, den Rest dieses wunderbaren Museums hier gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und bis dahin sage ich danke, dass ihr dabei wart, Jungs und Mädels. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.